mal die Statuswerte hier nochmal schön anschauen. Ja, mit 54 Verteidigung und 53 Angriff, ja, da lässt sich jetzt auch viel auf jeden Fall was machen. Ah ja, 65 KP, ist jetzt nicht allzu viel, aber okay. So, der Marvin darf jetzt mal wieder nach vorne. Wieder Kampf-Pokémon. Na gut, Kampf-Pokémon können meinem Marvin genauso wenig wie ich Ideen was anhaben kann. Gut, aber einfach ein Duonade mal drauf. Volltreffer. Und wir haben ihn vergiftet. Na gut. Ist ja eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir das hinkriegen. Ich meine, wir haben zweimal die Chance, dass wir ihn vergiften. Dass er da jetzt noch keinen Volltreffer gemacht hat, das wundert mich aber. Weil Karateschlag nach dem Energiefokus, das ist ein wievielprozentiger? Und Karateschlag hat standardmäßig Kritstufe 3, Energiefokus noch plus 2, das heißt Kritstufe 5. Und Kritstufe 5, Moment mal, 3 ist 25, 4 ist 33, 5 ist 50, okay. Das war schon höchste Kritstufe. Der da noch nicht gekrittet hat, das wundert mich dann aber. Ich muss mir jetzt dann mal was überlegen, wie ich Greens Kadabra jetzt dann kaputt kriege, weil Marvin da reinzuschicken ist eine ziemlich bescheidene Idee. Der kann das Viech zwar mit einer Duo-Nadel locker one-hitten, aber Kadabra ist zum einen mal schneller als Marvin und zum anderen ist die Konfusion auch auf Marvin sehr effektiv. Okay. Relaxo. Schnabel, oder? Na gut. Wir können endlich mal mit der Duonadel auf neutraler Basis draufhauen. Unvergiftet. Jetzt die per Superschall geht daneben. Das ist sehr schön. Hier, komm, kriegst du einen Giftstachel hinterher. Goldini. Es ist so angenehm, wenn der endlich mal eine anständige Attacke hat. Und gleich noch einen Volltreffer macht. Okay. Probieren wir es. Er hat sich das letzte Mal selber gehauen, dann wird er sich jetzt nicht gleich nochmal selber. Okay, ich habe nichts gesagt. Jetzt gehe ich definitiv raus, weil wenn ich mich jetzt selber hau, danach noch ein Schnabel kommt, dann bin ich tot. Kadi, mach du das mal. Ich glaube, Kadi ist auch nicht der beste Ansatz, um das blöde Kadaver loszuwerden. Das ist doch was für dich. Ich
frage mich sowieso gerade, ob ich mir vielleicht sogar noch mehr Sorgen um sein Kadabra machen müsste. Also um sein Radikal machen müsste. Aber ich glaube, mit Kenji kriegen wir das jetzt relativ gut geregelt. Bei 54 Def kommt das Viech nicht unbedingt durch. Nicht mal mit dem Hyperzahn. Ich sehe gerade, ich habe schon wieder vier Leute oder vier Sachen, die mich in Skype angeschrieben haben, während ich mit dieser Aufnahme beschäftigt war. Pika. Doppelteam, das gefällt mir jetzt gar nicht. Aber wir treffen. Das ist gut. Der Giftstachel hinterher müsste reichen. Das ist Level 21 für unseren kleinen Marvin. Unser fleißiges Bienchen. Seitdem er seine Du-Nadel hat, macht er wenigstens mal Schaden. Also zuverlässigen Schaden. Vorher hat er nur Schaden gemacht, wenn er mit dem Furienschlag fünfmal getroffen hat. Oder zumindest viermal mit ein paar Crits drin, die er sowieso relativ selten gemacht hat. Zwei kämpft, glaube ich, nicht, oder? Die sehen so aus, als wollten sie kämpfen, oder? Ja, die kämpft hier zumindest. Ich glaube, ich habe immer noch Marvin vorne, kann das sein? Ist ja aber auch egal. Er kann jetzt wenigstens richtig kämpfen. Ein Pikachu kommt in den Kampf. Na komm. Fight, mach du das. Der Kick ist, glaube ich, immer noch stärker als der Durchbruch und das trotzdem Step. Gut. Ist auch nicht weiter verwunderlich. Ich meine, Mega Kick hat eine Stärke von 120. Da kommen so normale Attacken erstmal nicht ran. Nein, du brauchst keinen Energiefokus. Belly habe ich den auch nur beigebracht, weil es irgendwo doch noch sinnvoller ist als ein Tackle. Die Cuddy ist noch nicht auf Level 21. Genauso wie die Belly. Starke oder seltene ist mir eigentlich relativ egal. Ich mag eigentlich eher die niedlichen. Da ehrlich sein soll. Niedlich und cool. Das sind die zwei Faktoren, auf die ich immer schaue, wenn ich meine Pokémon aussuche. Deswegen ist Swatronin mein Lieblings-Pokémon, weil das ist das niedlichste und coolste Pokémon, das es gibt. Volltreffer vielleicht am Anfang rausholen können. Kali, das wäre nämlich dann ein One-Hit gewesen mit der geheimen Power. Ein Ponita kommt in den Kampf. Ja, dann. Muss die Belly mal wieder ran. Mit einem Hyperzahn. Oh, der geht natürlich mal wieder daneben. Passiert.
das hat uns gute P gegeben, das Planeta. Was schicke ich jetzt eigentlich dann gegen sein Tauboga rein? Habe ich da noch irgendwas, was effektiv dagegen ist? Valley oder Kali wären da, glaube ich, die besten Antworten. So, jetzt gehen wir auf jeden Fall nochmal Pokémon heilen, weil gegen Green kämpfe ich nicht, wenn mein Team geschwächt ist. So, und dann muss ich mir jetzt direkt mal überlegen, wie ich sein dämliches Kadabra aus dem Spiel nehmen kann. Weil die Hälfte von meinem Team hat eine Psychoschwäche. Das ist nicht übertrieben. 3 von 6 Pokémon haben eine. Das sind nämlich Veit, Marvin und Dirkie. Ich habe das Gefühl, Valley und Kali müssen den ganzen Kampf machen. Oder zumindest fast. Kali brauche ich auf jeden Fall auch noch gegen sein Bisa-Knosp. Na dann. Ich sehe schon wieder die nächsten Opfer kommen. Ich liebe diese Musik, aber ich hasse es, hier gegen ihn zu kämpfen. Wobei das eigentlich einer seiner einfacheren Kämpfe ist. Der letzte gegen ihn war einer der schwereren, weil er da im Vergleich zum eigenen Team, was man bis dahin haben kann, ziemlich krass überlevelt ist. Im Vergleich zum letzten Kampf hat er nämlich kaum gelevelt. Er hat lediglich 3 seiner Pokémon entwickelt. Okay, Valley. Ein Hyperzahn noch, dann haben wir das schon erledigt. Ja, sehr schön. Als nächstes kommt sein Radikal. Okay. Gegen das Radikal wollte ich mit Kenji ran. Allen die stärkste Def. Ich bezweifle mal, dass ich ein Radikal damit one-hitten kann, aber. Ja. Gut. Zumindest fast. Kleiner Kratzer hinterher. Dieser Knosp kommt gleich in den Kampf. Da wollen wir doch. Ja, wobei. Dieser Knosp will ich mit Marvin machen, weil ich die Kali am besten mit vollen HP brauche. Gegen das Kadabra. Gegen dieser Knosp bin ich mit der Duonadel zwar auch nur neutral, aber das reicht für unseren Marvin ja erstmal. Ein 3-Hit zumindest. Oh, Schlafpuder. Juhu. Und da war der. Kegelsamen. Juhu, wir werden zu Tode genervt. Schlafpuder. Oh, oder dass es daneben geht, das ist die bessere Alternative. Also macht er effektiv gar nichts. Jetzt aber hoffen, dass die Duonadel ausreicht. Das bezweifle ich nämlich so minimal. Ja, genau das habe ich befürchtet. Aber gut, ein Rankenhieb macht uns nicht viel. Und meinetwegen kann Marvin noch ein bisschen weiter geschwächt werden. Gegen sein Kadabra werde ich das Ding sowieso nicht einsetzen. Gerade jetzt nicht mehr, wo ich nur noch 39 KP habe und einen Egelsamen drin habe. So, gegen Kadabra würde ich gerne die Kali mit reinbringen.
Die hat nämlich neben unserem Marvin, glaube ich, die beste Spätzle von all unseren Pokémon. Oder wobei, nee, hat sie, glaube ich, nicht. Also ich gehe mal stark davon aus, dass uns das Ding nicht mit einer Konfusion one-hitten kann. Es sei denn, es crittet. Ja gut, nicht mal mit dem Crit hat er das geschafft. Okay, wir haben ihn paralysiert, das ist sehr schön, aber okay, wir kriegen die Synchro. Jetzt wird's hässlich, wenn wir die Para kriegen. Aber gut, kriegen wir nicht. Souverän ausgeschaltet.